Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Update hier auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, geht es langsam wieder bergauf in meinem Depot. Am Donnerstag plus 79 Euro oder 0,8%. Meine Werte haben sich relativ gut entwickelt. Der MSCI World mit plus 0,92% heute. Hier sind wir immer noch 11% im Minus oder 883 Euro. Dann geht es weiter mit NIO. NIO wieder im Aufwärtstrend plus 3%. Hier sind wir bei plus 200 Euro oder 57% circa. Dann Global Clean Energy plus 2,2%. Hier sind wir bei minus 9% oder 54 Euro. Dann geht es weiter mit Alibaba, auch wieder sehr, sehr stark performt, plus 7%. Hier sind wir mittlerweile 10% im Plus oder 40 Euro circa. AMD minus 1,4%. Hier sind wir leider 20% im Minus oder circa 100 Euro. Xylem wieder leichtes Plus, 2,25%. Hier sind wir allerdings immer noch im Minus bei minus 10% oder circa 40 Euro. Und der Call-Optionsschein auf PayPal plus 6%, ja, hat sich langsam wieder Richtung Norden bewegt, also steigt langsam wieder, allerdings hoffnungslos verloren, minus 90 Euro oder 90%. Ja, es gab auch zwei Trades, einen positiven, einen, den ich wieder gegen Abend mit plus minus 0 verkaufen musste. Wie die ausgesehen haben, zeige ich euch auch jetzt eben. Ich habe mich dazu entschieden, am Donnerstag einen Short auf Gold zu kaufen. Und zwar diesen hier, als der Schein hier so bei 2,90 Euro war circa, habe ich mir eine Limit-Kauforder gesetzt für 2,80. Dann gab es einen richtig krassen Dip bis auf 2,12. Der Dip ging so schnell, dass meine Kauforder ausgeführt wurde, allerdings für 2,50. Zum Glück, sonst hätten wir bei 2,80 den Einstieg gehabt, wären 30 Cent Unterschied. Ist schon ziemlich viel bei einem Zertifikat mit einem hohen Hebel. Und dann ging es hier gegen 17 Uhr wieder richtig steil bergauf. Als der Schein dann wieder so gegen Richtung 2,80 ging, habe ich mir eine Stop-Loss-Order gesetzt bei 2,60, glaube ich, circa. Die wurde leider getriggert, leider, leider. Denn danach ging es hier hoch bis auf über 4 Euro. Also hier hätten wir einen richtig satten Profit mitnehmen können. Aber wie gesagt, weiß man vorher leider nie. Wir haben trotzdem einen Profit mitgenommen. Dann habe ich mich dazu entschieden, nochmal long auf Gold zu gehen. Und zwar relativ spät abends, als der Schein hier so bei 1,40 war, bin ich eingestiegen. Ist dann auf 1,50 hochgegangen circa und gegen Ende leider wieder ein bisschen gedippt. Ich musste den dann gegen Abend verkaufen, da wir schon 21.59 Uhr hatten und die werden ja nur bis 22 Uhr gehandelt. Und um am Freitag einen starken Verlust zu vermeiden, habe ich den dann verkauft. Wie viel Profit wir mit den Einscheinen gemacht haben und wie viel wir hier verloren haben, zeige ich euch auch noch eben. So, hier unten seht ihr eine kleine Dividendenausschüttung von Xylem. Dann könnt ihr sehen, ein Short auf Gold für 250 Euro gekauft. Mit ca. 5% Profit verkauft für 261 Euro sind hier ca. 10 Euro plus, die wir gemacht haben. Und dann mit dem anderen haben wir 1,4% Minus gemacht für 141 Euro gekauft, für 138 Euro verkauft. Mit 1 Euro Kauf- und Verkaufsgebühr sind das hier satte 3 Euro Verlust. Heute ist Freitag, der Handel startet gleich. Ich werde mir auf jeden Fall den ein oder anderen Trade heute raussuchen und ich melde mich später, wenn sich mehr getan hat. So Leute, es ist mittlerweile Freitag, der Tag neigt sich dem Ende zu. Und wie ihr sehen könnt, gibt es einen sehr, sehr steilen Anstieg in meinem Depot. Heute plus ca. 200 Euro oder 2,02%. Es gab auch einen sehr, sehr guten Trade. Wie der ausgesehen hat, zeige ich euch gleich. Erst einmal zeige ich euch, wie sich meine Werte so entwickelt haben. Und wie ihr seht, es ist alles richtig stark im Plus. Alles grün. Der MSCI World heute mit plus 2,5%. Sehr, sehr stark performt heute. Hier sind wir nur noch minus 9% oder 705 Euro.
Dann geht es weiter mit NIO, wieder sehr, sehr stark performt, 2,5% plus. Hier sind wir bei plus 60 bzw. plus 61% oder 212 Euro. Dann geht es weiter mit Global Clean Energy, leichtes Plus heute, 0,5% im Plus. Hier sind wir nur noch 8,6% im Minus oder 51 Euro. Alibaba heute sehr, sehr stark, wieder 3,2% plus. Hier sind wir bei plus 14% circa oder 53 Euro. Dann geht es weiter mit AMD, auch wieder sehr, sehr stark gestiegen heute, plus knapp 6%. Hier sind wir mittlerweile auch nur noch 16% im Minus oder circa 80 Euro. Dann geht es weiter mit Xylem. Die sind auch wieder ein bisschen stärker angestiegen. Heute plus 4%. Hier sind wir mittlerweile bei minus 6% oder 25 Euro. Und der Call-Optionsschein auf PayPal, der hat heute satte 21% gemacht. Bringt uns leider nicht ganz so viel, denn hier sind wir immer noch 88% im Minus oder circa 87 Euro. Ja, es gab einen sehr, sehr starken Trade. Dann habe ich versucht, noch zweimal einzusteigen, hat leider nicht funktioniert. Deshalb leider nur ein Trade, dafür ein sehr, sehr starker Trade. Wie der ausgesehen hat, zeige ich euch jetzt einmal. Ich habe mich heute dazu entschieden, einen Knockout-Zertifikat Long auf Gold zu kaufen. Das ist derselbe, den wir gestern Abend verkauft haben. Zum Glück haben wir den gestern Abend verkauft, denn heute ist der starke Minus gestartet, bei circa einem Euro an Wert. Dann bin ich eingestiegen ungefähr, als der hier gegen 15 Uhr sehr stark gedippt ist. Ich hatte eine Limit-Kauforder zu einem Euro. Die hat dann hier auch gegriffen. Der Schein ist hier viel weiter gedippt als das, was man hier sehen kann. Der war teilweise bei 50 Cent Restwert. Also wir waren circa 40% im Minus mit diesem Schein. Aber hat sich zum Glück sehr schnell wieder erholt. Ging dann hier hoch. Der Höchstwert war hier, glaube ich, 1,55 Euro. Hab mir eine Stop-Loss-Order bei 1,40 gesetzt. Diese hat dann auch gegriffen. Und ja, dann habe ich den Einstieg hier bei 1 Euro wieder nicht bekommen. Aber ich habe versucht, noch ein anderes Zertifikat zu kaufen. Wie das ausgesehen hat, zeige ich euch gleich. Erst einmal zeige ich euch, wie viel Gewinn ich mit diesem Zertifikat mitgenommen habe. So, ganz unten seht ihr, dass ich den Schein verkauft habe mit ungefähr plus minus 0. Das waren jetzt hier minus 3 Euro. Und ich habe heute einen Long auf Gold gekauft für 101 Euro. Und mit satten 38,6% Profit verkauft für 140 Euro circa sind hier 38 Euro Profit. Dann habe ich gerade noch versucht, beziehungsweise die Limit-Kaufordern sind noch aktiv, versuche ich einen Short auf Gold zu holen und nochmal einen Long auf Gold. Wie die Scheine aussehen, zeige ich euch auch jetzt eben. Das ist der Short auf Gold. Als der ungefähr bei 1,60 war, habe ich mir eine Limit-Kaufordern zu 1,50 gesetzt. Dieser hat leider nicht gegriffen, da der Schein weiter gestiegen ist. Diese Limit-Kauforder werde ich jetzt auch löschen. Dann habe ich versucht, diesen Long zu kaufen. Auch ungefähr als der hier bei 1,10 war, habe ich mir eine Limit-Kauforder zu 1 Euro gesetzt. Die hat ebenfalls nicht gegriffen. Die werde ich jetzt auch löschen, einfach weil es schon zu spät ist. Und wenn die greifen sollte, dann habe ich vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit zu warten, dass der Kurs sich ändert. So, ihr seht, der Hebel hier ist auch extrem hoch, Hebel von 150. Aber ich hatte mir gedacht, okay, ich versuche nur mit einem höheren Hebel, dafür aber nicht ganz so viel Einsatz, so wie bei dem Schein von vorhin, mit dem wir 38% Profit gemacht haben. Da habe ich auch, glaube ich, nur für 100 Euro gekauft und für 140 verkauft. Der hatte auch einen Hebel von circa 170, glaube ich. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn wir dann Verluste gemacht hätten, dann wären diese ebenfalls überschaubar gewesen. Da nur 100 Euro Einsatz. Denkt bitte daran, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich hier mache, ist nur meine persönliche Meinung. Macht es mir nicht nach, schaut es euch lieber bei mir an, lernt aus meinen Fehlern und macht es vielleicht sogar besser. Ich möchte hier niemanden zum Kauf von irgendwelchen Derivaten oder Produkten animieren. Das sind sehr, sehr gefährliche Produkte. Jeder muss selbst wissen, was er mit seinem Geld macht und bevor man solche Produkte kauft, immer noch selbst ausführlich informieren. Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein kostenloses Abo von dir freuen. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und lass auch gerne einen Kommentar für mich da. Mich würde interessieren, wie deine Trading-Woche so gelaufen ist.
Für mich lief es diese Woche sehr, sehr gut. Wenig Verlust, hoher Gewinn. Ich hoffe, es geht nächste Woche genauso weiter. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Update wieder. Bis dann.